Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Let's Play Alien Isolation. Naja, je nachdem wie schön der Tag halt noch werden kann, wa? Wir entfernen uns natürlich auch hier die Strebe, haben wir beim letzten Mal gefunden. War aber irgendwie kompliziert. Ja genau, und jetzt ein A drücken. Na gut, was haben wir denn hier so? Da haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Schrott einsammeln. Nochmal Schrott. Eine Leuchtfackel. Rote Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also, wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Ja, moderne Verhörmethoden. Herzerfrischend. Nee, falsche Tastatur. Hier. Hier geht's weiter. So, da waren wir schon drinnen. Außer Blut ist da nichts gewesen. Das klang wie, als wäre hier jemand auf meinem Kopf rumgelaufen. Ah, warte mal. Bei der Gelegenheit. Ja. Na gut, dann werden wir mal wieder weitergehen. Sevastopol. Ah, seht ihr was? Sind natürlich immer wieder krass. Aber hier haben wir so ein Dingsstrebe entfernen. Oh, ich bin tot. Ganz ruhig. Okay, okay. Ripley. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Okay. Ein Killer! Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Warum bewegt sich die Augen nicht? Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. Das ist zwar von 2015. Die Explosion hat uns getrennt. Aber es ist schon trotzdem noch ziemlich. Können Sie mir helfen? Auf die Augenanimation. Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Okay. Heute ist Ihr Glückstag. Lady. Na los, Schatze. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig, da lauern so einige Gefahren. Okay? Okay. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Das ist beruhigend.
Hier ist es sehr dunkel drin. Okay, ich glaube, das ist neugierig. Was? Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Jenna. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Ich würde jetzt hier reingesprungen sein, bis da. Ne? Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. No hospital, no authority, no hope. Schön, wie das X da drauf ist. Na gut. Oh, ein Speicherpunkt. Ich hoffe, ihr Schiff gibt es wirklich. Ich hoffe, dass ich es jemals wiedersehe. War sowas von. Moment, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Ein Fahrstuhl. Na, worauf warten Sie? Ich warte darauf, dass ich mir das hier kurz angucken kann. Was haben wir denn hier so? Von Interesse. Okay. Okay. Ich überlege gerade, was ich davon tatsächlich gelaufen bin. Also das hier scheint diese Eingangshalle gewesen zu sein von vorhin. Schneidepunkt, okay. Hier war dieses Büro, Marshalls Büro, und die Tür ist zu. Aber hier war ich doch schon drin. Na gut. Drücken Sie den Knopf. Ja, doch. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Was für eine Soundunterbrechung. Ja, warte mal, hier war doch was, genau. Mir fehlt immer noch diese Komponente B, um endlich mal Medic Kits herzustellen. Warte mal. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter! So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Okay, da kommen wir sowieso nicht lang. Da sind... Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Ah. Mein heutiger Gedanke ist es nicht gut. Manche kommen bei uns an. Wir sehen es einfach.
Wenn man zügig dran ist, kann man nicht mehr reinklettern. Das ist ja praktisch. Da werde ich bestimmt denken, ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich ziehe sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst der Menge der macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Erstaunt darüber, dass das Station überhaupt noch funktioniert. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie noch mal die Gelegenheit kriegen. Gut. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Ist vielleicht gar nicht das schlechteste Versteck. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. So. Komponente B. Na los, worauf warten Sie? Wow, das ist ja mal eine krasse Taschenlampe. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Batterien. Hallo, wartest du mal bitte? Na gut, der geht ja eh nicht weiter als nötig. Weil... Hier selbstverständlich lang. Speichere ich an der Stelle. Also jetzt die Begegnung mit Axel, hieß der Axel, hat die Sache doch ein wenig entschärft gegenwärtig. Und man muss mal sehen, der ist auch völlig fertig. Der hat hier Kartenspiele sich ausgebreitet. The Android Brain hat er sich auch. User Manual. Und Miss November sieht auch nicht so richtig hübsch aus. Außerdem hat er sich Fotos angehangen. Das kenne ich. Das hat er geklaut. Nee, ich will die Gitarre nicht benutzen. Und nun? Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Da ist ein Schacht, da ist eine Ausweiskarte, okay. Ich krieg hier noch Zustände. Ich auch, du. So ist das nicht. Batterien. Ich krieg hier auch noch Zustände. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Der ist verschlossen, der hier ist es. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, komm jetzt, mach mal. Los jetzt! Oh, das war ja... Der war ja doll gesperrt. Drückst du Knopf. Na gut. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Nichtsdestotrotz führt er uns ja doch ganz gut. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe! Ich hab was gehört. Oh. Und ich hab was gesehen. Ja,
Schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Wie geht es dir? Alles klar? Folgen Sie mir. Nee, warte mal. Spiel speichern. Und an dieser Stelle sage ich, wie immer, wenn ich das Spiel speichern kann und eine gewisse Zeit vorbei ist, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao, euer El Nevis LP. Wir sehen uns wieder beim nächsten Part. Lasst mir ein Like da, wenn es euch noch Spaß macht und spannend ist. Bis dann. Ciao, ciao.